Grüß Gott, ich will mein Funlo was von März und April machen. Man sieht, meine Stimmung ist da ein bisschen gedämpft. Hat man auch in dem Food-Tagebuch-Video, glaube ich, gesehen. Ja, ich habe es in dem Video schon erwähnt, aber genau heute ist es 2 Monate her, wo meine Mama verstorben ist. Und die Funlovers März und April sind nicht einfach für mich, genauso wie das Food-Tagebuch-Video nicht. Aber ich wollte es halt jetzt auch nicht auslassen, weil das ja auch falsch wäre, weil schließlich gehört das, es gehört halt dazu, was wir machen. Fangen wir auch gleich mal an, und zwar mit Serien. Im März habe ich häufig Sailor Moon, Law and Order und Raw und SmackDown geschaut. Ich nehme ja immer Raw und SmackDown auf. Irgendwann habe ich, glaube ich, das Gefühl, ich habe kein Make-up mehr im Gesicht. Und die ja, gucke ich mir halt dann nachträglich immer an. Sailor Moon nehme ich auch immer auf, aber ich versuche gerade zur Zeit trotzdem nebenbei noch zu gucken, damit ich die Folgen auch wirklich gucke. Film habe ich nur im April, den Burlesque, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit der Christina Aguilera mir angeschaut. Ja, war sehr cool, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen, der Film. Also ich kenne ihn ja schon, ich habe ihn auch aufgenommen, ich finde ihn echt cool. Ja, labern wir ein bisschen über Videospiele. Im April und im März, das habe ich jetzt gar nicht dabei, sehe ich gerade, was mich gerade wundert, vielleicht war das auch im Jänner, habe ich mich vielleicht gerade versahen. Im April und im März habe ich, die Demo von Resident Evil 2 gespielt. Ich habe mir das Spiel dann auch nachträglich auch gekauft. Und auch die Demo von Final Fantasy 7, wo ich mir auch das Spiel gekauft habe, sogar diese Sonderedition. Ja, ich habe, das wollte ich unbedingt mir als erster kaufen, bevor ich überhaupt Final Fantasy 7 mir kaufe. Das hat nämlich so Spaß gemacht. Ich habe mich dauernd erschrocken. Ihr habt das auch, glaube ich, eher auf Instagram auch gesehen, weil ich ja das hauptsächlich auch auf Instagram postet habe. Das war so lustig. Das war so lustig, das Spiel. Ich finde das so mega. Ich freue mich schon auf den dritten Teil, obwohl er ja nicht so gut sein soll. Ich habe schon oft gehört, mich hat auch damals schon jemand auf Instagram angeschrieben und hat gesagt, ob ich den jetzt schon habe. Er hat gesagt, nein, weil ich noch warten will, weil mir der auch zu teuer, ehrlich gesagt, ist. Habe ich mir gedacht, na, ich warte lieber. Weil bei denen habe ich mir auch viel erspart, den habe ich um 20 Euro bei Müller bekommen. Und deswegen will ich warten, bis sie den dritten Teil auch reduzieren. Aber den zweiten fand ich mega. Ich habe sogar beide Kampagnen mit beiden doppelt durchgespielt. Also die erstes Mal mit der Claire, zweites Mal mit dem Leon und dann erstes Mal mit dem Leon, zweites Mal mit der Claire. Und beim zweiten Mal bei der Claire habe ich mir nicht vorgespoilert, weil ich Trottel habe mir beim Leon das so gespoilert, leider, wann dieser Mr. X auftaucht. Das habe ich bereut. Aber dann beim zweiten Durchgang mit der Claire habe ich mir das nicht gespoilert und auf einmal kam schon die Musik und ich bin gerannt wie noch nie. Ich hasse diesen Kerl. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber der rennt dir die ganze Zeit nach und du kannst ihn nicht umbringen, den Arsch. Und ich hasse es. Ich hasse es wirklich. was ich noch angefangen habe, da komme ich aber nicht weiter, da muss ich meinen Bruder mal fragen, ob er mal hilft. Ich habe mir extra diese HD-Kollektion gekauft von Devil May Cry für die PS4. Ich bin ein richtiger Junkie geworden, was das betrifft. Da ist der zweite, der erste und der dritte Teil drauf. Ich habe ja den fünften vor kurzem, ich glaube im Jänner oder so, durchgespielt. Und ja, ich komme halt nur nicht weiter gerade und das nervt mich ein bisschen. Aber ich muss auch aufhören, dauernd 100 Spiele gleichzeitig anzufangen. So wie das hier. Das habe ich auch noch nicht fertig. Aber hatte auch seine Gründe, weil dadurch mir ein bisschen schwer, das durchzuspielen, weil wie ich heimgekommen bin, wo meine Mama verstorben ist, wollte ich unbedingt weiterzocken und dann ist das eben passiert und deswegen verbindet man halt solche Sachen miteinander. Aber ich werde demnächst mal wieder weiterspielen. Ich bin auch noch nicht so weit, hat mein Bruder zumindest gesagt. Aber ja, weil er ist fast fertig mit dem Spiel, was ich weiß. Ja, ich finde es aber echt gut. Also mir gefällt das wirklich gut. Ich habe auch dieses Steelbook und so dabei und so ein Buch mit den Figuren und so drinnen. Also ich wollte unbedingt diese Kollektion haben. Unbedingt. Ja, das waren die Videospiele. Musik und YouTube. Da habe ich jetzt nur beim März einen Song stehen. April habe ich aber noch, den kann ich euch zusätzlich dazu sagen, weil den weiß ich auswendig. Im März war es auf jeden Fall PCD, das React, da wo ich auch die Choreografie zurzeit auch lerne. Ich kann sie jetzt schon, nur will mein Körper nicht mehr so, wie ich will, aber okay. Und bei, also im April war es auf jeden Fall von Lady Gaga und Ariana Grande, das Rain on Me. Ich liebe dieses Lied, das spielt bei mir rauf und runter leider. Ich glaube, die Nachbarn können schon mich extrem nicht beleiden, aber wurscht.
Und da versuche ich auch die Choreografie zu lernen. Jetzt gerade bin ich bei dem Part von der Lady Gaga, wo ich mir extrem schwer tue. Beauty. Na warte mal, Bücher lasse ich komplett aus, weil Bücher habe ich nichts stehen. Dann machen wir das nächste, Beauty. Leider habe ich nur 2 Beauty-Produkte, weil ab April war ja die Corona-Krise und da habe ich mich nicht wirklich viel geschminkt und im März habe ich halt hauptsächlich, wenn ich frei hatte, von MAC 2 Produkte verwendet. Und zwar einmal mein Lieblingsblush, was ich ja extrem vernachlässigt habe, was ich heute auch extrem viel oben habe, fällt mir gerade auf, außer die Seite. Ja, das ist das MAC Early Morning Blush. Das war mal aus irgendeiner Limited Edition, glaube ich. Ich liebe dieses Rouge und habe nicht verstanden, warum ich es schon länger nicht verwendet habe. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann benutze ich es jetzt. Dasselbe auch mit dieser Wonder Woman Palette von MAC. Ich liebe ja grüne Lidschatten, das wisst ihr, das ist ja kein Geheimnis. Und das besteht, also die Palette besteht aus nicht ganz nur grün, aber die finde ich so wunderschön. Ich habe meistens auch alle 4 Farben oben, wenn ich die drauf habe. Und ja, mochte ich sehr, sehr gerne im März. April habe ich mich kaum geschminkt, aber im April kann ich euch einen Favoriten zeigen. Ich habe doch gar nichts mehr eintragen, eben wegen dem von meiner Mama. Im April habe ich das sehr gern verwendet, weil wir mussten ja die Maske tragen und alles, was ich tragen habe an Make-up, hat eben abgefärbt. Und das ist mir so am Arsch gegangen, weil die Masken immer voll ekelhaft waren. Und das war nicht bei dem der Fall. Das ist diese Clinique BB, dieses neue BB-Gel, was jetzt ganz neu auf dem Markt gibt. Ich finde das echt gut. Da sieht man auch meinen Fingerabdruck. Ich finde das echt, echt gut. Also, mir ist es halt ein bisschen zu wenig Deckkraft. Für die Maskenpflicht war es perfekt, weil es hat sich auch meiner Farbe anpasst und so. Für das fand ich es wirklich gut, aber das Problem war halt nur, jetzt deckt es mir viel zu wenig. Ich habe nämlich wirklich extreme Sommersprossen und ich hasse das, wenn man das sieht. Und deswegen mag ich eher deckendere Make-ups. Aber wenn ich jetzt so auf den Strand gehe oder so, Strand war ja sehr witzig, oder ich gehe, weiß ich nicht, schwimmen fällt ja heuer, glaube ich, auch aus, auf der Donauinsel war ich vor kurzem mit der Tanja, vor einem Monat oder so, und da habe ich das auch oben gehabt. Das war auch gut. Also wenn man halt das Gefühl haben will, dass man irgendwas oben hat, finde ich das wirklich nicht schlecht. Sonst habe ich in April eigentlich gar nichts verwendet, was Beauty betrifft. Auch fashionmäßig war nicht viel los im März und im April. Überhaupt nicht. Essen habe ich mit der Familie bei April Spieße stehen. Was mich auch wieder fertig macht, nervlich. Ja, weil meine Mom wollte unbedingt damals welche haben und dann haben wir, ich und mein Bruder haben es. Na Blödsinn, ich habe sogar mehr gemacht als mein Bruder. Mein Bruder hat das Fleisch neu gekriegt und ich habe sie gesteckt. Ja. Trinken habe ich gar nichts stehen. Sonstiges, im März habe ich natürlich Geburtstag gehabt. Bide mit Min steht da. Ja, ich war ja mit der Min essen, genau. Genau, da kommt doch ein Video noch dazu, ein Follow Me Around, aber das, beziehungsweise ein Vlog-Video auf dem anderen Kanal, aber es wird noch eine Weile brauchen, bis ich das zusammenschneiden kann. Ja, dann steht der Disco mit Tanja, das habe ich euch eh auch im Food-Tagebuch erzählt, glaube ich. Da waren wir vorher essen und danach waren wir spontan in der Disco und das war urlustig. Und mit der Vivi habe ich mich im März auch getroffen. Ja, im April bei Sonstiges. Es ist kein Favorit natürlich, aber ich will es trotzdem nochmal in den Videos erklären, weil ich habe es ja auch im Food-Tagebuch ein bisschen andeutet. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute das schauen. Deswegen jetzt hier nochmal, im April 28. ist meine Mom verstorben. Ganz plötzlich, ohne irgendeine Vorwarnung. Ich weiß, das klingt jetzt eh vielleicht behindert, aber es war wirklich extrem plötzlich und mich hat das sehr, sehr getroffen. Mich trifft das noch immer. Ich bin positiv überrascht, dass ich so gut damit klarkomme. Ich darf jetzt bloß nicht heulen, weil mir gerade danach ist. Weil heute ist eben 2 Monate her, wo sie gestorben ist. Und das ist extrem schwer. Gut, dass du da nicht reinkommst, du so. Da will ein Viech bei mir rein. ja, es ist wirklich hart. Es ist wirklich, wirklich hart, wenn jemanden sowas trifft. Und ich habe, das war auch einer meiner größten Ängste. Wenn ihr mir länger folgt, habt ihr auch das schon mindestens 100-mal von mir gehört, dass das eine von meinen größten Ängsten ist, dass ich einen Menschen verliere, den ich liebe. Und meine Mom war mein Nummer-1-Mensch. Also, ich war jeden Tag drüben bei ihr. Wir haben jeden Tag miteinander entweder Filme geschaut, gegessen oder sonst was. In der Corona-Zeit ging das natürlich nicht, was mich eh fertig genug gemacht hat, weil ich mich da auch eher auf Abstand, weil ich gewusst habe, sie ist immunschwach und so.
Sie hat mir auch oft gesagt, sie vermisst mich und sie will unbedingt, dass ich wieder rüberkomme und mit ihnen rede, aber ich habe mich nicht traut. Und dann habe ich, wo das ein bisschen lockerer geworden ist, habe ich dann ein bisschen versucht, ein bisschen länger drüben zu bleiben, mit allen zu reden. Aber meine Mama hat sich aber immer an mir festgehalten, wo ich ihr auch gesagt habe, Mama, bitte greif mich nicht an, weil du weißt ja, wegen Corona und ich habe viel mit Kunden zu tun und so. Und das Problem auch war, dass meine Mama eben extrem Angst gehabt hat vor Corona, deswegen habe ich ja auch versucht, weniger drüben zu sein. Es war wirklich hart. Und dann auch noch das, also... Das war wirklich schlimm. Wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und meine Arbeitskollegin hat vor kurzem, beziehungsweise die Vollzeitkraft bei mir, hat vor kurzem sowas Liebes zu mir gesagt. Sie hat gesagt, sie ist so stolz auf mich, dass ich das so gut schaffe. Weil jetzt da mehr, also jetzt da, wo heute der zweite, wo der Monatstag ist, also wo es jetzt schon 2 Monate her ist, merke ich schon bei mir, dass es ein bisschen schlimmer wird, aber... Ich will bloß nicht heulen wieder vor der Kamera, so wie letztens im Live-Video. Also heute ist für mich extrem schlimm. Aber sonst, ich weiß, dass es ihr jetzt besser geht, weil sie hat wirklich gelitten. Wenn ich das so Revue passieren lasse, was alles war, weiß ich, dass sie extrem gelitten hat. Ich darf bloß nicht heulen, weil sonst ruiniere ich mein Make-up. Deswegen, ja. Also ich weiß, dass ihr jetzt besser geht. Ich vermisse sie ja extrem. Ich vermisse, mit ihr zu reden, mit ihr zu lachen. Ich war auch bis jetzt noch nicht auf dem Grab, weil ich nicht kann. Und schon fließt es und mein Make-up wird ruiniert. Also, ja, ich will es auch nicht unterdrücken, weil man soll es ja auch nicht unterdrücken. Ich will nur nicht mein Make-up ruinieren. Ja, ich vermisse sie wirklich und ich hoffe, sie weiß das. Ja, ich habe auch, klingt vielleicht voll gruselig und urblöd, wenn ich das jetzt erzähle, aber von gestern auf heute habe ich am Bauch geschlafen und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da hinten mich jemand so wer streichelt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie mich besucht hat. Auch wenn es gruselig klingt. Extrem gruselig, aber ich glaube, sie hat mich besucht. Kann ich mir gut vorstellen. Und mein Kasten ist aufgegangen, was wahrscheinlich heißt, Tochter, räum gefälligst deinen Kasten auf. Mir geht sie halt extrem ab. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der was dasselbe durchmacht oder was Angst davor hat. Ich muss mich, glaube ich, kurz fangen. Ja, es wird nicht besser. Aber eins muss ich sagen, ich bin wirklich, wirklich happy über meine Arbeitskollegen und meine Freunde, die mir extrem helfen, was das betrifft. Also ohne denen könnte ich, glaube ich, gar nicht so stark sein, wie ich bin. Weil ich bin echt überrascht, wie stark ich bin. Das hätte ich mir nie im Leben gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn meiner Mama je was passiert, sitze ich in der Ecke wie so ein Embryo und bewege mich nie wieder. Das dachte ich, wirklich. Auch durch das, dass ich jetzt keinen Partner habe, habe ich mir auch gedacht, das schaffe ich niemals. Aber... ich brauche niemanden. Ich habe meine Familie, meine Freunde und meine Arbeitskollegen, die wie Freunde und Familie sind. Boah, ich fange wieder an zu heulen. Ja, deswegen, ich brauche keinen Lebenspartner. Ich schaffe das auch ganz gut allein, Gott sei Dank. Also ich bin wirklich, wirklich verdammt stolz auf mich. Meine Kollegin hat vollkommen recht. Ich glaube, ich werde auch gar nicht mehr so viel darüber reden, weil sonst fange ich mich gar nicht mehr. Aber ich habe auch oft im Live-Video auf Instagram drüber geredet und so. Deswegen, ja, deswegen, ich bin verdammt stolz auf mich. Wirklich, ich hätte mir das nie gedacht, dass ich so gut damit klarkomme. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wegen diesen kleinen Aussetzern. Und wir sehen sich im nächsten Video wieder. Bye!